Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir haben beantragt, dass das Präsidium wieder einen vierten Vizepräsidenten bekommen soll. Und wir schlagen dem Plenum vor, unsere bildungspolitische Sprecherin Monika Pieper für dieses Amt zu wählen. Monika Pieper, Sie kennen sie, war bereits von Juni 2012 bis Januar 2014 unsere parlamentarische Geschäftsführerin. Sie hat in dieser Zeit die Fraktion und das Büro der Geschäftsführung aufgebaut. Und sie wird innerhalb unserer Fraktion, aber auch in den anderen Fraktionen sehr geschätzt. Sie gilt als pragmatisch, zuverlässig und loyal und steht für eine sachliche und konstruktive Politik. Und wir sind davon überzeugt, dass sie den Landtag vorbildlich repräsentieren wird und eine Bereicherung für das Präsidium darstellt. Und damit möchte ich gern an Frau Pieper übergeben. Ja, lieber Joachim, vielen Dank für die Lorbeeren. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Herr Dr. Paul hat es gerade schon gesagt, wir haben uns jetzt dazu entschlossen, für das kommende Plenum die Wahl zu beantragen, denn das Amt ist nun schon seit August 2014 unbesetzt und wir sind der Auffassung, dass jetzt was passieren muss. Dabei berufen wir uns auf die zweite Drucksache, die in dieser Legislaturperiode verabschiedet wurde. Dort haben alle Fraktionen einstimmig beschlossen, dass es neben der Präsidentin vier Vizepräsidenten geben soll. Und dabei soll jede Fraktion, die nicht die Präsidentin stellt, mit je einem Vize im Präsidium vertreten sein. Ich freue mich darüber, dass meine Fraktion sich schon im vergangenen September dazu entschieden hat, mir diese Verantwortung zu übertragen. Ich erhoffe und wünsche mir nun auch die Unterstützung der anderen Fraktionen. Ich weiß, dass es in der Vergangenheit hier und da skeptische Äußerungen gab, weil man mit dieser Wahl Geschehnisse aus der Vergangenheit in Verbindung gebracht hat. Ich appelliere daran, Amt, Person und zurückliegende Ereignisse nicht in einen Topf zu schmeißen. Die Ereignisse dürften Ihnen bekannt sein, ich fasse sie aber trotzdem noch mal kurz zusammen. Als im vergangenen August auf einem Landtagsrechner, der der Piratenfraktion zur Verfügung gestellt worden war, eine bestimmte Software gefunden wurde, kündigten einzelne Abgeordnete anderer Fraktionen an, solange keinen Piraten in das Präsidium zu wählen, bis nicht alle Hintergründe dieser Softwareinstallation aufgeklärt sind. Wir haben jetzt 9 Monate lang die Ermittlungen des Landeskriminalamtes aktiv unterstützt und begleitet. Wir haben dafür gesorgt, dass möglichst schnell ermittelt werden kann. Nach unserem jetzigen Kenntnisstand hat sich im Rahmen dieser Ermittlungen gezeigt, dass sich die Piratenfraktion zu keiner Zeit falsch verhalten hat. Ich setze darauf, dass dies nun auch in den anderen Fraktionen so wahrgenommen wird und dass ich persönlich bei der Wahl im kommenden Plenum eine breite Unterstützung finde. Denn unsere Beteiligung im Präsidium ist wichtig für das Miteinander im Landtag, vor allem für ein Gleichgewicht aller Fraktionen. Sämtliche Vereinbarungen zwischen den Fraktionen im Haus werden im Präsidium getroffen. Das Thema der Aktuellen Stunde wird von der Präsidentin festgelegt, dann aber mit den Vizepräsidenten besprochen. Entscheidungen, die die Landtagsverwaltung betreffen, werden im Präsidium getroffen. Und deswegen ist es wichtig, dass alle Fraktionen dort vertreten sind für ein gemeinsames Tragen der Verantwortung für den Landtag. Ich würde diese Verantwortung gerne mittragen. Vielen Dank.